Hey Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Minecraft Überleben. Heute wieder mit King of Crafting. Hallöchen. Ja, er ist wieder mit am Start heute. King of Crafting 7 sagt Hi. Ja, hallöchen. Gut, wir gehen heute in den Nether. Was ihr natürlich vergessen habt, ist... Natürlich, smasht auf jeden Fall mal den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und gehen wir doch erstmal in den Nether rein. Oh, es wird schon langsam wieder Nacht. Naja, egal, das kann uns ja im Nether egal sein. Ab rein, wir haben uns natürlich Schilder gemacht. Und drücke T, Eingabe oder Controller Steuerkreuz nach rechts, um den Chat zu öffnen. Hilfe! Hilfe! Das wäre knapp, würde ich sagen. Ja, das war knapp, wenn ich jetzt die falsche. Okay, wenn wir sneaken. Wieso hast du dein Schild nicht benutzt? Hast du dein Schild benutzt? Okay, Schild geht also nicht bei diesem blöden Gas. Ich sollte vielleicht mir das schicke Ding hier in die Hotbar tun. Und diesen Wassereimer nehme ich mir auch lieber mal in die Hotbar rein. Oh, oh mein Gott. Sorry, kleiner. Hey! Die nerven. Nerven die? So, nick mal gescheit nächstes Mal. Jo. Ja, komm, wenn du dich traust. Oh, ich hab King of Buff. Oh, das war knapp. Ja, komm, du triffst ihn. Ja, komm, komm, komm. Nein, dieser Schlüssel. Ja, okay, dann können wir ja weitergehen. Ba-ba-da-ba-da-ba-da. Was war das? Okay. Ich. Also, wir sollten erstmal hier diese Wither-Skelett. Da hinten ist eine Lohe. Der auf Crafting Room ist vor mit deinem Schild. Du willst uns hier beschützen? Wir gehen hier lang. Ich will zur Lohe. Oh, hast du nicht getroffen? Ja. Oh, ich hatte meine Wither vergiftet. Doch, hab ich. Hab ich. Oh, oh. Okay, wir gehen weiter. Wir müssen zur Lohe. Ja, ich will einen Braustand machen. Du hältst das alles von den Skeletten ab, okay? Du gehst weiter nach rechts. Da sind ein paar Lohen. Ja, ein paar Lohen sind da schon, ja. Hey, du kleiner Fettsack. Oh mein Gott. Der Nether ist nicht sehr sicher. Oh, da ist ein Spawner. Ein Lohnspawner. Schau auf die Ghasts, okay? Hey. Komm. Ah, tja, gegen den Schild kommst du nicht an. Lenk du ihn mal ab, ich muss die Lohe da angreifen. Lenk ihn mal ab. Achtung, hier ist ein Wither-Skelett. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich sterbe hier gerade, ich sterbe hier gerade, ich sterbe hier gerade. Hilfe, Hilfe, Hilfe!
Oh mein Gott. Hast du eine... Ich gehe mal jetzt diesen Skelett da töten. Du musst den Spawner abbauen. Du darfst nicht sterben, Junge. Er stirbt gerade, glaube ich. Nein, er hat's. Er ist gestorben. Cool. Gib mir die Lohnruten. Gib mir die Lohnruten. Ich habe mehr Herzen als du. Halt mir diesen scheiß Skelett mal kurz vom Leib. Dann gucke ich in mein Inventar. Gut, wir haben die Lohnruten. Da ist noch eine Lohe. Oh. Ich habe doch gesagt, du sollst sie mir vom Hals halten. Ich greife die scheiß Lohe hier hinten an. Hey, Lohi. Ja, Lohnroute. King of Crafting, bist du gerade in die Lava gefallen? King of Crafting 7 versuchte in Lava zu schwimmen. Mann. Das war's ja mal wieder komplett. Jo, Leute. Wir haben zum Glück überlebt hier. Hallo, Kumpel. Du tust uns... lag. Ich mag es nicht, wenn es im Nether laggt. Gehen wir lieber mal schnell wieder zurück nach Hause. Und bauen da unseren Brauchstern. Drücke T. Eingabe oder Controller Steuerkreuz nach rechts, um den Chat zu öffnen. Erstmal gehen wir schlafen und wir essen was. Oha, es leckt gerade komplett. Erstmal unser schickes Bett hier schlafen legen. Wir schlafen jetzt erstmal. Tja, da muss King of Crafting wieder die Eisenrüstung nehmen. Sorry, Leute. Oh Mann. Die Diamanten hier würde ich vielleicht noch aufbewahren für was anderes. Ja, und zwar für einen Zaubertisch. Den werde ich nämlich jetzt machen. Wir haben aber keine Bücher dafür. Ich bin auch so schlau. King of Crafting, du machst uns jetzt mal eine Zuckerrohrfarm, alles klar? Jetzt wieder eine Eisenrüstung. Jo, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben 4 Lohnruten. Haben wir Cobblestone da? Wir können Lohnstaub machen. Aber wir nehmen erstmal hier Cobblestone woraus. Also Bruchstein. Bruchstein, Bruchstein. Okay, dann nehme ich eben das hier mit. 1, 2, 3. Okay, das hätten wir dann auch gemacht. Da haben wir unseren Braustand. Ja. Perfekt. Das ist perfekt. Mhm. Ach komm, nehmen wir das hier auch nochmal mit. Dann machen wir hier das mal schön, so eine schöne Brauecke. Das habe ich mir nämlich gewünscht. So eine coole Brauecke hier so. Die machen wir am besten hier hin, genau. Das Fass hier muss erstmal weg. Ist da irgendwas drin? Ja, nichts Tolles. Erstmal mit dem verrotteten Fleisch da drauf kloppen. Hoffentlich reicht das. Unser Inventar dafür. Ja, tut es. Haben wir noch Platz? Ja, locker. Hier irgendwas drin, da können wir die Truhe hier auch abbauen. Mit unserem super starken verrotteten Fleisch. Ba ba bam. Ba bam. Ba bam. Ba bam. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ja, das wird richtig cool hier. Tada. Okay. Da müssen wir das hier aber ja auch erstmal hier schön machen. So will das ja keiner haben. Ja, cool. Müssen wir hier mit Eichenholzbrettern machen. Sonst sieht das ja hier nicht schön aus. Ja, das ist doch schon mal viel schöner. Leute, irgendeinen schönen Stein haben wir denn hier? Irgend so einen richtig coolen?
Nein, aber das können wir hier. Ich brauche mal Kohle hier raus aus unserem Schmelzofen. Was ist das? Schwarze Wolle. Rein damit und rein damit. Dann können wir daraus Stein machen. Unter Stein habe ich keine Ahnung, was ich daraus machen kann, aber ist mir jetzt egal. Ich nehme hier mal den Stein raus. Da können wir doch bestimmt irgendwie so Steinziegel machen, oder? Ja, Steinziegel, da brauchen wir aber 4 Steine für 4 Steinziegel, was unnötig ist, aber egal. So, was können wir hier in der Zeit machen? Wir können das hier mal schöner machen. Weil ich will keine Erde hier drin haben. Ich will alles außenrum schön mit Bruchstein. Wir haben hier auch wieder Bruchstein. Da-da-da. Sind jetzt hier schon 4 durchgebrutzelt. Ja, hier den Bruchstein nehme ich mal wieder mit. Und dann machen wir uns hier 4 Steinziegel. Ich denke, wir brauchen mehr, aber das ist jetzt egal. Ja, wir brauchen definitiv mehr. Wir haben noch hier noch Bruchstein, gell, ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier Bruchstein, da und da. Und hier übernehmen wir auch noch, aber wie viel Bruchstein brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Bruchstein brauchen wir noch. Ja, toll, ey. Tun wir hier noch 5 von denen rein. In der Zeit, wo das schmort, können wir das hier ja machen. Weg damit. Rein damit. Yep. Das ist schon ziemlich. Oh, das war knapp. Ja, das war ziemlich knapp. Ja, packen wir das auch mal in den Ofen hier rein. Unseren Ofen. Ja. Nur noch einen. Schauen wir mal. Ja. Yep. Okay, gut. Dann machen wir uns hier erstmal Steinziegel. Die Zeit vergeht einfach so übelst schnell. Und hier packen wir dann unseren coolen Braustand drauf. Jo. Und dann machen wir uns doch erstmal hier Lohnstaub. Ba, 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 ba. Das tun wir jetzt hier mal rein. Ja. Da seht ihr alles voll aufgefüllt. Haben wir noch Glasflaschen oder Glas oder sowas irgendwo? Ups. Oh, ne, war der richtige Knopf. Ich dachte gerade. Wo ist eigentlich King of Crafting hin? Hallo? Oh, hallo? Sollten wir riskieren, wieder in den Nether zu gehen? Weil, ich meine, da sind halt echt ziemlich viele Mods und ich hätte nicht viel Lust, das hier alles zu verlieren. Es hat schon sehr viel Damage genommen. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal rein. Man soll das hier die Nether-Folge werden? Ja, das sieht doch cool aus hier. Oh, das hier nicht. Oh mein Gott, das dauert mir viel zu lange. Ich brauche eine Schaufel. Ja, die reicht auch. Das geht dann schon viel schneller. Es gibt immer ein spezielles Werkzeug für ein spezielles Material. Komm rein. Naja, komm hierher, Erde. Hier haben wir noch zweimal Stein. Nützt uns aber nicht viel. Wir brauchen mehr Cobblestone. Haben wir hier irgendwen? Mann, ich bin doch auch so schlau. Ich habe ja davor schon das was geguckt. Ich lese erstmal hier zu. Ja. Hier einmal mitnehmen. Ja, wohl auch nicht.
Okay, 11 Cobblestone, ich denke, das reicht. Ach ja. Was ich noch sagen wollte, ihr solltet auf jeden Fall mal ganz kräftig den Like-Button smashen und den Abo-Button natürlich auch. Das würde mich wirklich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr das mal kurz machen könntet. Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit, danach ist ein Abo da und ein Like. Und 5 Sekunden sind rum. Bis jetzt solltet ihr abonniert haben oder ihr könnt es auch am Ende der Folge machen. Aber macht es auf jeden Fall so schnell wie möglich. Viele von euch schauen sich die Videos an, aber sie abonnieren nicht. Warum denn nicht? Ist doch nur kostenlos. Kostenlos. Was wollte ich nicht? Was ist da Stein drin? Nein, Andesit, das will ich nicht haben. Cobblestone. Ich habe eine Idee. Es wird bestimmt mega cool aussehen. Ich nehme hier mal den Eimer mit. Ja, jetzt haben wir 2 Wassereimer. Und so wollte ich hier vielleicht was richtig Cooles hier machen. Mit der bloßen Hand schlagen wir hier das Holz weg. Ich denke, das wird ganz cool aussehen hier. Ja, Leute, das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott. Na, dafür brauchen wir ja noch mehr Ziegel. Für hinten. Dann machen wir die doch mal schnell. Oh, wir können sogar 8 machen. Hier einmal. Ja, ich habe ja schon weggemacht. Ups. Ja, das war es ja mal wieder komplett. Cool. Ja, da oben. Da ist das Haus von King of Crafting. Naja, das tut mir sehr, sehr leid, aber das muss leider sein. Damit ich hier das Schöne habe hier. Ja. Das kann sich auf jeden Fall hier sehen lassen. Ups, da bin ich leider hier runtergefallen. Oh, es ist schon Nacht. Das sehe ich zwar jetzt erst, aber... Wir können ja trotzdem mal hier das machen. Oh, ich wollte... Brauchen wir noch Cobblestone? Ja, brauchen wir. Nein, nicht. Ja. Nice. Okay. Ja. Ich hole erstmal noch Wasser. Hallöchen, da bist du ja wieder. Hat er aber lange gebraucht. Wir sollten hier gleich mal Licht machen. Oh mein Gott, das sieht heftig aus. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder Verbesserungen haben möchtet an dem Teil. Wer denkt alles, dass ich ein Idiot bin? Ach, weil du im Nether gestorben bist. Ich tu das. Nein, Spaß. Geh jetzt erstmal schlafen. Da läuft der. Der Arme. Er hat bloß eine komplette Dia-Rüstung und alles verhauen, aber das ist egal. Er kann ja... Es ist ja nicht so schlimm.
Reparieren und entzünden. King of Crafting 7 sagt 29 Dias. Ja, 29 Dias. Doch egal. Wir haben ja noch 27. Das heißt, wir können ja nicht eine komplette Dia-Rüstung machen. Zieh jetzt mal deine Eisenrüstung an. Zieh dir deine Eisenrüstung an. Ja, Pech, dann stirb halt, wenn du Bock hast. Nicht mein Problem. Ja. Mach dir keine Vorwürfe. Gut, aber du bist ja jetzt endlich mal fertig hier. Ich brauche Zuckerrohr. Hä? Wo hast du jetzt dein Zuckerrohr hin? Ich will mein Zuckerrohr haben. Ich brauche Zuckerrohr. 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 Aua. Blöder Kaktus. Nice, danke. Sehr cool. Was soll ich damit? Was ist das? Ist das Erde? Toll, Erde. Vielen Dank dafür. Hast du noch Kohle? Wie sieht's hier oben eigentlich aus? Ziemlich schrecklich. Oh, hier ist die ganze Eisenrüstung. Ja, wenn du sie nicht brauchst, ich könnte sie gebrauchen. Hallöchen. Ey, ich will hier runter. Hast du das verstanden, du Spiel? Okay, der Braustand steht. Lass noch mal kurz in den Nether gehen. Zum Abschluss. Wir waren ja echt nur kurz im Nether. Aber da kann man halt echt wenig machen. Das ist das Blöde. Man kann da wenig machen im Nether. Bloß das, was wir halt jetzt gerade gemacht haben. Hast du noch Sand oder sowas? Hab ich noch Sand? Ja, hab ich. Toll. Und warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weil ich blöd bin. Weg damit. Hier bauen wir unsere Zuckerrohrfarm. Können wir noch Akten, Akazien, Holzbretter dran tun. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Papier. Oder was wollte ich eigentlich damit machen? Ich bin auch so schlau. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen wollte. Ach ja. Jetzt müssen wir ein Buch machen. Ich brauche ein Buch. Ich brauche Leder. Haben wir noch Leder irgendwo? Hallöchen, Leder. Ich brauche Leder. Leder, Leder, Leder. Hier ist Leder, perfekt. Ich glaube sogar, dass ich bloß ein Leder für Bücher brauche. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder? Ja, ich bin schlau. Einmal. Cool. Und jetzt können wir uns auch was anderes machen. Oh, die Dias brauche ich auch. Mal sehen, ob ich es richtig kann. Da kommt jeweils ein Dia hin. Da kommt einmal Obsidian hin. Und hier noch mal. Nein, hier kommt noch ein Obsidian. Oh, das habe ich gut hingekriegt. Einen Zaubertisch. Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen hier dann noch so eine Zauberecke. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Oh, das wird ziemlich knapp. Naja, egal. Nur das kann man hier auch machen. Ja, muss halt bloß groß genug sein. Wir müssen hier so. Ja, das klappt. Das ist gut. Ich mache erstmal einen 4x4 Raum. Hier weg. Weg damit. Das brauchen wir nicht. Ach ja, das wollte ich machen. Diese blöde Erde. Kein Mensch hier. Dann habe ich hier
2 Uhr, okay, da kann ich ja noch ein bisschen graben. Erstmal alles mitnehmen, den ganzen Müll, der hier rumliegt. Eins tiefer, denke ich, sollten wir doch noch machen. Oder sollte das vielleicht eher ein 5x5 Raum sein? Ja, ich denke eher ein 5x5 Raum. Kann ich das hier noch? Ja, cool, das Wasser dann wieder mal komplett. Wir brauchen auf jeden Fall genug Beleuchtung. Ich mache mir mal ein paar Fackeln. Natürlich habe ich das hier rausgenommen, ist klar. Und hier reingetan. Natürlich. Und die Werkbank sollten wir auch mal verschönern. Oh mein Gott, was können wir uns hier alles machen? Nein, ich wollte bloß Fackeln haben. Jetzt machen wir mal alles mit Fackeln. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Ist egal. Können wir hier auch noch so eine Fackel hinmachen? Dann sieht das Ganze doch schon mal viel attraktiver aus. Ja, da möchte man doch gerne reingehen. Und nicht in so ein abgenudeltes Nest. 1, 2, 3, 4, nein, wir müssen noch einen weiter hier rein. Und dann würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Naja, das können wir. Ich mache das nicht mit dem Zaubertisch. Nicht, dass ich ihn noch aus Versehen platziere. Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Also ich denke, das ist ungefähr so die Mitte. Ja. Ja, das sieht doch schon schick aus. Verzaubern, da können wir unser Lapis Lazuli reintun. Oh, das können wir doch gleich machen. Kommt schon, Leute. Das machen wir noch. Die Folge wird zwar ziemlich lang, aber... ich mache hier erstmal was drauf. Haltbarkeit, Peinigung. Nemesis der Gliedfüßer. Haltbarkeit, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen irgendwas anderes Blödes. Was haben wir denn hier? Feuerzeug. Hey, kann man das überhaupt verzaubern, so ein Feuerzeug? Das wusste ich ja gar nicht. Habe ich jetzt auch gerade nicht ausprobiert, also. Nur kann man nicht. Cool. So habe ich das umsonst geholt. Ah, ich habe ja hier noch eine Holzspitzhacke. Haltbarkeit. Bloß Haltbarkeit? Ja, komm, machen wir. Was, so viel kostet es? Wir machen jetzt bloß Haltbarkeit 1. Können wir jetzt irgendwas Cooles machen? Haltbarkeit 1. Nemesis der Gliesfüßer. Braucht doch kein Mensch. Ja, Leute. Ich würde sagen, King of Crafting, wo bist du? Komm mal hierher. Wo ist der gerade runtergehüpft? Aha. Sehr interessant. Sehr logisch. Wir müssen jetzt hier die Folge beenden, wenn er sich vielleicht durchgesellen würde. Ja, okay, da machen wir ihn. Er hatte seine Chance. Er kann natürlich jetzt auch noch kommen. Wir sammeln hier mal den ganzen Müll ein. Hier sind wir. Okay, Leute. Falls euch hier die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und smash den Abo-Button. Ich hoffe wirklich, euch hat die Folge hier gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Und möge der King of Crafting 7 ertrank. Okay, möge das Todeswasser hier mit euch sein. Ciao.